Es ist so süß, der legt sich immerhin einfach zum Schlafen, der Elefant, wenn man stehen bleibt. Was soll er sonst machen, der alte Dicke heute? Ja, ich weiß es nicht, aber ich finde es auf jeden Fall sehr cool. So, aber hier was ist das denn hier für ein Gebiet? Keine Ahnung, ich gehe nochmal hier ein bisschen auf Graben, auf der Suche nach neuen Truhen, die uns auch noch weiterbringen können. Ja, momentan sehe ich aber noch keine Truhe, die muss wieder ziemlich tief sein. Ich denke vielleicht im Samurai-Gebiet, dass man da irgendwas Cooles finden könnte, was man bisher noch nicht gefunden hat. Da unten sehe ich die Truhe auch schon. Oh ja, die ist tief. Die ist auf jeden Fall tief. Da muss man weit runter gehen, um an die ranzukommen. So, ein bisschen. Ah, okay, jetzt fliegt sie runter. Jetzt, wow. Das ist weit runter auf jeden Fall. Oben sind auch so schwarze Wolken. Sieht auch interessant aus. Naja. Da, ich öffne mal auch eine Truhe hier, um Freimann. Ja! Okay, Karottenwerfer, haben wir den nicht schon mal gehabt? Ja, den habe ich gerade abgegeben. Ah, okay, na gut, dann haben wir ihn wieder. Schauen wir mal, was in meiner Truhe drin ist. Mal reingucken. Ganz tief vergraben war sie auf jeden Fall. Etwas Grünes, na toll. Ah, Straßenplatte, Kreuzung. Und sonst nichts. Naja. Ja, mein Gott, wenn wir die 100 Steine haben, ja, dann wollen wir doch auch mal eine schöne Straße bauen, nicht? Eben, eben. Da können wir uns auch mal ein kleines Dörfchen oder sowas bauen. Ist ja alles möglich. Oh, da ist ein Schloss in den Wolken da oben. Über den Wolken. Ja, genau da. Ich wusste doch, das sieht aus wie ein Dungeon in den Wolken. Es sieht anders aus als das letzte Schloss, meine ich. Ich werde jetzt erstmal runterspringen und gleich nochmal dann hochfliegen. Und mir das mal. Die Truhe war aber extrem nah dran hier. Boah, hier könnte ich ja fast mal versuchen, mit dem Flugzeug zu starten. Hier sieht das ja fast so aus, als könnte das mal klappen. Nachdem das die letzten Male immer eher so mäßig geklappt hat. Sagen wir mal mäßig geklappt hat. So, ein Chemielabor haben wir gefunden. Auch damit können wir sicher was anfangen. Firefox haben wir, schön, was man hier nicht alles sieht. Jetzt haben sie keine goldenen Steine mehr in der Hand, dann interessiert ihr mich nicht mehr. Da geht Whiteys Interesse ganz schnell vorbei. So, Kunstflugzeug. Absolut. Das Kunstflugzeug habe ich ja nie geschafft zu starten. Vielleicht klappt es jetzt endlich mal. Ich hoffe es einfach mal. Also die Platz wäre hier auf jeden Fall genug zum Starten. Ich glaube, ich schaffe es zum ersten Mal zu starten. Schneller, hoch, hoch. Sag mal, wie viel Platz brauchen das zum Starten? Gibt's doch nicht. Das gibt's doch echt nicht. Mann! Ja, dann hol ich mir ein neues Flugzeug. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schade. Jetzt habe ich gedacht, ich schaff's einmal nach oben, aber war leider nicht so. Hm. Egal, dann nehme ich mir halt meinen. Also das war echt. Also dieses Jetpack kann man immer nur begrüßen. Dieses Agents Pack hat sich gelohnt. Au! Blöde Mumien. Was machen die Mumien überhaupt hier? Hier ist überhaupt nicht Ägypten. Also hier ist überhaupt nicht so das Sumpfgebiet, Wüstengebiet, wo sie normalerweise immer rumlaufen. Ist alles etwas durchgemischt. Lass sie doch mal, die ist so langweilig, der Mann, nur da unten. So. Was tust du gerade Schönes? Ey, hier war doch gerade, Alter, ohne Scheiß, hier wird teilweise was angezeigt, was gar nicht existiert. Hier war gerade ein Höhlenmensch angezeigt. Höhlenmensch haben wir auch noch gar keinen freigeschaltet, oder? Ja, deswegen, oder? Ja, der ist hier angezeigt. Wo ist der denn? Kannst du dir nicht sagen. Ich fliege jetzt erstmal nach oben und schau mir dieses Schloss da oben an, das Schloss in den Wolken. Ob das nochmal anders ist als das letzte Schloss, was wir gesehen hatten in den Wolken. Na, gut ist ja, es dauert jetzt ein bisschen, bis ich da hochkomme, aber wir sind auf einem guten Weg. Das ist wirklich auf nur so, genau auf so einer fliegenden Wolke gebaut. Das sieht ein bisschen dunkler aus als das letzte, oder? Das sieht's anders. Doch, das sieht anders aus als das letzte. Da muss man nämlich. Das hat sogar Kanonen. Das hat Kanonen, das Schloss. Das ist sozusagen ein Dungeon in den Wolken, so sieht's aus. Ah, das ist gar kein Höhlenmensch, aber ich habe die alte gefunden. Ich glaube, ich versuche mal oben drauf zu landen. Das ist echt ein Dungeon in den Wolken im Prinzip, mit überall Kanonen drauf. Schau mal, ob wir die Kanonen, können wir die bedienen? Geh mal hoch. Ja, da kann man sogar reingehen in die Kanonen. So, boah, mein Gott, guck doch nicht so grimmig. Was ist denn mit dir? Ach nee, Amazone. Die haben können wir die da sind nicht. Gefährlich. Ach, müssen wir die angreifen, oder? Ich dachte es erst, aber im Prinzip muss man ihnen eine Waffe geben. Also war jedenfalls meine Quest. Ich schieße übrigens gerade mit Kanonen rum. Das ist auch cool. Kann sich hier Kanonen holen. Aber kann man sie eigentlich auch scannen, die Kanonen? Das wäre cool, wenn wir uns hier die Kanonen scannen könnten. Dann können wir überall Kanonen hinbauen. Ja, das geht sogar. Warte mal. Muss nur wieder anvisieren, richtig? So, ich habe hier richtig böse gegeben, aber wir können die leider nicht. Ach, jetzt will sie eine Quest haben. Ja, du bist ja geil drauf. Ja, ja, du musst die erst schlagen und dann ist sie plötzlich offen für Quests. Das ist okay. Etwas, die rabiate Art der Amazoninnen hier. Okay, jetzt hat sie mitten in der Quest hat sie aufgehört zu reden, weil ihr doch nicht mehr danach war, oder? Was ist hier los? Also sie will normalerweise immer so. Okay, dieses Schloss hier ist auf jeden Fall richtig krass bewaffnet. Ich frage mich, wer das da angreifen soll hier in den Wolken, aber. Ja, vielleicht die Drachen oder so.
Vielleicht haben sie es deswegen so krass bewaffnet. Mal schauen, ob es hier auch eine Truhe oder sowas gibt. Irgendwas muss es hier ja oben noch geben. Da. Nee? Gibt es keine Truhe? Echt nicht? Jetzt bin ich ja fast ein bisschen enttäuscht. Also ich meine, es sieht... Wobei, dass noch irgendwas Lilan ist. Aber das Lilane könnte auch drunter sein. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. So, ja. Ganz ehrlich, ich düse jetzt hier ab, Alter. Also nicht aus der Welt, sondern... Okay. Hier von meinem Gebiet. Ich suche mich doch hier nicht wieder dumm und dämlich hier eine halbe Stunde. Es gibt hier anscheinend noch eine... da geht's noch weiter runter. Da geht's noch in den Schlosskeller sozusagen. Und da sind die Schätze, hoffe ich mal. Ganz ehrlich, ey. Wie bekloppt bin ich denn? Sorry, aber nee. Nee, absolut nicht. Was ist denn das so. Goldene hier? Aber hier ist auch wieder nix. Hier, dann... Fliegen wir mal weiter, Freunde, ne, damit es bei mir auch was zu sehen gibt. Hier, ich höre nur Schlösser, ja, Samurai, Amazonen. Ich bin auf jeden Fall gut dabei. Ja? Hier gibt es viele coole Sachen, wo ich in den letzten Zeit mich hier rumgetrieben habe. So, jetzt hat mein Schloss ein kleines Loch, aber ich glaube, da ist noch... Oder das ist echt unter dem Schloss. Hast du diesen Ninja-Bereich hier schon gesehen, diesen japanischen Garten oder was? Ja, dieses goldene Zeug, ja. Goldene Zeug, ne. Nicht goldenes Zeug. Nicht? Nee. Ich versuche mal noch rauszufinden, was dieses Lilan ist, aber das Lilan ist jetzt das Schloss oben. Nee. Unterm Schloss sieht man es auf jeden Fall nicht mehr. Einmal registrieren, einmal komplett. Was bist denn du? Kopierwerkzeug, das werde ich jetzt einfach mal machen, ja? Ich werde das Schloss oben. Nee. Der Garten, der Garten. Ja. Okay, ja, dann mach das mal. Ich hole mir in der Zeit mal nochmal ein neues Agenten-Helipack. Und flieg nochmal kurz hoch, weil ich jetzt wissen will, wo dieses rosane Ding mir angezeigt wird. Das irritiert mich irgendwie. So, dann werden wir später mal Bock haben und sagen, boah, jetzt müssen wir mal... Jetzt bauen wir uns einen japanischen Garten zusammen, dann wissen wir jetzt, wo wir ihn bauen können. Ja, genau. So mach ich das. Ich glaube, ich mache jetzt das Schloss ein bisschen kaputt hier, weil ich... Wo zur Hölle ist denn das angezeigt? Das ist tiefer angezeigt. Das ist eher so auf... Okay, wir ballern jetzt... Vielleicht ist es auch einfach nur, weil da ein Schloss ist. Vielleicht ist es auch extra deswegen so angezeigt. Keine Ahnung, naja. Machen wir mal ein paar Löcher ins Schloss rein. Irgendwann werden wir dann schon sehen, was damit gemeint ist. Kopieren. Okay, also das Rosane ist definitiv da im Schloss angezeigt. Ach so, nee. Ach, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Du hast einen Fehler gemacht? So, speichern. Die Hälfte kopiert. Da gibt es noch einen geheimen Keller? Nee. Also irgendwas muss es hier doch noch geben. Mit X schießt man übrigens, falls ihr euch das wundert. Was wird hier noch angezeigt? Da muss doch irgendwas geben. Es wird ja hier was Rosanes angezeigt. Da ist doch gar nichts. Verstehe ich nicht. Ich mache hier das schöne Schloss kaputt, in der Hoffnung, irgendwas zu Cooles zu bekommen und dann ist da gar nichts. Hä? Seltsam. Wahrscheinlich einfach nur, dass man es gesehen hat oder so, das Schloss. Vielleicht ist es deswegen einfach nur so gemacht. Naja. Ich bin ja froh, dass da keiner drin war und auf mich geschossen hat. Weil ich jetzt hier auch hart zurückgeschossen hätte. Jetzt sieht es nach einem leicht beschädigten Schloss aus. Okay. Ich fliege mal wieder weiter und guck mal, was es hier außer beschädigten Schlössern sonst noch so gibt hier in der Welt. Da gibt es einen Drachen, man weiß ja nie. Gebt die Hoffnung nicht auf. Ich akzeptiere das jetzt einfach mal so. Ob das hinterher gut wird, werden wir später sehen. So. Ach, nicht als New Model. Du bist ja noch dabei, Sachen zu scannen. Du bist immer noch dabei, dein Zeug da reinzubauen. Ja. Lass mich mal machen hier. Wie schalte ich von nichts ab? So. Okay. Boah, bin ich weit weg hier. So. Jetzt sieht's wieder gut aus, Freunde. Wobei dieses Gefühl am ganz anderen Ende von der Karte. Aber diese Welt lohnt sich auf jeden Fall. Da müsst ihr bei Whitey mal die Nummer anschauen, weil hier gibt es echt viele verschiedene Sachen zu entdecken. Auch oben rechts seht ihr sie jetzt. Da ist er eingeblendet. Also nur bei mir. Ja, bei dir. Ja, bei mir nicht. Ihr müsst bei Whitey vorbeischauen, wenn ihr die sehen wollt. Bei mir, ich kann es ja echt nicht anzeigen lassen, die Welt, oder? Nee, ich sehe nur dein Ping, sehe ich. Aber das ist alles, was ich sehe hier. Mein Ping, wie hoch ist der denn? Das wechselt sehr viel zwischen 53 und 200. Also das kann man sich aussuchen. Wobei der Ping hier, glaube ich, relativ egal ist eigentlich. Ich meine, wenn es ein bisschen laggt, ist ja... Also, das ist dann eigentlich egal, wenn man ein bisschen verzögert hat oder so den anderen verzögert sieht. Mist. Was ist denn das Blaue hier schon wieder? Ist auch schon wieder nix. So, hier kommen wir zum Schrottplatz. Natürlich. Und den gibt's auch wieder, klassischerweise. Ah, klar. Schrottplatz darf nicht fehlen. Den gibt's immer. Ich bin jetzt immer noch auf den Wolken unterwegs, weil ich einmal da diesen goldenen Drachen gesehen habe auf Twitter. Deswegen bin ich jetzt immer, habe ich immer den Glauben, dass es ihn ja noch geben könnte irgendwo auf den Wolken. Aber ich glaube, den wird's irgendwo geben. Wird's irgendwo geben, nur nicht in der Welt, wo man gerade sucht meistens. Naja, fliegen wir noch ein bisschen rum hier. Das ist sogar relativ große Wolken teilweise. Manchmal stehen auch so Pferde oder sowas drin in den Wolken. Das ist eigentlich auch ganz witzig.
Oh, was ich nicht haben kann, ist, wenn ich irgendwas entfernen will, aber diese Welt noch nicht ganz komplett geladen ist und ich das dann nicht machen kann und dann ist das so. Das ist natürlich gemein, ja, das kann ich verstehen. Oh, hier ist nochmal ein bisschen japanisch was unter... Ah, hier hat man, glaube ich, angefangen gehabt hier irgendwo. Ja, hier kommt mir das bekannt vor, genau, hier hatten wir angefangen, aber dieses Tor oder so. Ach, das weiß ist unser Schiff, genau, ich fliege gerade auf unser Schiff zu. Ah, okay. Da kenne ich mich dann zumindest aus in der Ecke. Boah, diese Bäume sind aber echt krass hoch eigentlich. Alter, ohne Scheiß, da kommt dieser Scheiß-Zombie. Gib mir One Hit. One Hit. Ich habe 2 extra Herzen und er gibt mir One Hit. Ja, Zombies sind gefährlich. Die haben sich wahrscheinlich mit ihrer Zombie-Seuche angesteckt oder so. Deswegen warst du sofort tot, Whitey. Ist doch eigentlich klar. Ich gehe mal zum Whitey, weil der jetzt eh gerade da auf dem Weg da hinten ist. So, ich gebe mal deine gute Gitarre ab hier, ne? Meine schöne Gitarre. Gibst du dir den Zombie-Cheerleadern? Ne, irgendjemand anders, die geht. Dafür kriege ich aber einen Dudelsack. Ja gut, ist ein fairer Tausch, finde ich. Nicht? Doch, ne? Ja, so, doch, los, kann man schon mal machen. Spiel mal. Ich komme mal zu dir, dann können wir gemeinsam Dudelsack spielen. Das wäre auch mal was. Wow, große Pilze. Das wäre, boah, dieser Pilzwald ist ja riesig hier auch. Okay, jetzt ist der Pilzwald vorbei, jetzt wird es hier wieder asiatisch. Wow, hier ist so richtig... Ach, den Garten hast du gemeint vorhin. Ja, den meinte ich. Den Zen-Garten hier, ja cool. Okay, ja, ich bin auf dem Weg zu dir. Du das. Wo ich beim Kali war, das ist auch witzig. Da gab's so ein, oh Gott, hier leckt schon wieder. Da gab's sogar richtig coole Gebiete. Da gab's in dem Wildwestgebiet. Ich bin hinter dir. In dem Wildwestgebiet gab's da sogar richtige Häuser und so. Also so eine richtig kleine Stadt, was wir noch überhaupt nicht gesehen haben. Okay. So. Ah, auf einmal ist es laut. Oh, wow, ich hab's voll erschreckt. Mach das. Oh Gott, ey. Man kann auch schlagen. Warte mal, wie schlecht. Jawohl. Aber man hört immer nur einen Dudeln hier. Ich muss mal gucken, die Lego-Figuren tanzen dann auch außenrum. Das ist richtig cool. Jawohl, die tanzen alle. Richtig cool. Okay, der Dudelsack ist mit einer der coolsten Sachen bisher in dem Spiel, muss ich sagen. Das ist auch schön. Eine Samurai, die auf einem Schrottplatz mit einem Dudelsack spielt. Das sind nicht überall, ne? Ach, guck mal hier, jetzt hier in der Runde Dingens hier. Hm? Jetzt, Schlagzeug. Wo ist denn das her? Das steht hier. Okay. Schlagzeug und Dudelsack ist auch eine gute Kombination. Schade, dass du unsere Gitarre weggegeben hast, sonst hätte ich jetzt noch Gitarre spielen können. Aber wir haben ja noch eine Trompete, die haben wir auch noch nicht gezeigt. Oh Mann. Ist das cool, oder ist das cool? Ich finde, solche Instrumente in dem Spiel sind echt super. Immerhin bin ich meinen Elefanten, mein Elefant ist verschwunden, der ist nicht mehr da. So, ich heb da nochmal ab, weil bei den Schrottplatz haben wir doch, glaube ich, schon mehr als gut genug erkundet, würde ich behaupten. Ihr Saxophon hier, schön den Blues hier. Ich glaube, das Saxophon habe ich sogar schon mal gespielt gehabt, das habe ich sogar mal getestet. Gehabt irgendwo, oh mein Gott. Ah, da hinten geht's zum Dungeon, den will ich Baustelle, nicht Baustelle, geht hier sowieso nichts, haben wir schon alle. Nee, also da lohnt es sich auf jeden Fall nicht mehr so groß rumzulaufen. Absolut nicht, da gibt es, glaube ich, Gebiete, wo sich das absolut mehr lohnt, auch zu erforschen. Schauen wir mal hier hin, in die Ecke, ob hier noch irgendwas Lohnenswertes ist. Die hier momentan. So wie es aussieht, kann ich aber den hier registrieren, den guten Menschen hier. Genau so sieht's aus, den Abrissexperten in C. Ist das ein neues Gebiet? Nee, ich bin immer noch. Achso, du. Okay. Nee, ich dachte nur, aber es ist kein neues Gebiet. Dafür habe ich eine Truhe gefunden. Die hole ich mir jetzt erstmal. So, die steht hier gerade so schön. Ah, schneller hoch auf die Säule. Das ist ja wie bei, zum Glück kann hier nicht wie bei Zelda mal die Ausdauer weggehen. So, einmal auf die Säule hoch und die Truhe geholt. Was ist drinne? Es ist eine Taschenlampe drinne. Yay. Die kenne ich auch schon vom Kali. Der hatte auch schon die Taschenlampe, die ist aber ziemlich ineffektiv. Also im Vergleich zur Laterne leuchtet die deutlich weniger. Okay. Hier ist auch der Rand der Karte schon. Aktueller Rang, jawoll. Du hast was gefunden. Ja. Aber ich. Wofür gab's den? Eine Truhe? Kiste. Kiste, okay. Kiste. Hier stehen einfach so noch irgendwelche japanischen Sachen hier rum. Okay. Auch recht. Haben wir nichts dagegen. Wenn wir hier hochfliegen. Was ist da noch Schönes? Ist da hinten, was ist das für ein Gebiet? Okay, das ist nochmal. Oh, das ist aber eine gute Mischung hier an Gebieten auch. Ich glaube, hier waren wir schon, oder? Ey, du Dreckschlange, lässt du bitte meinen Hund in Ruhe? Sag mal, hast du sie noch alle? Was tut sie deinem Hund denn? Ja, die greift ihn einfach an.
Das ist aber gemein. Nicht normal hier. Das ist aber hier nicht normal. Nee, das ist ziemlich gemein. Das hat der arme Hund nicht verdient, würde ich sagen. Nee, absolut nicht. Okay, hier in dem Gebiet waren wir. Wie viel haben wir von der Karte eigentlich aufgedeckt von der hier? Wie sag ich dir sofort? Du bist ja hier der Meister der Karte immer. Oh, du hast schon wieder einen goldenen Stein geholt. Ja, Whitey, was ist da los? Ich bin auch der Meister der goldenen Steine. Ja, ich glaub's auch. Also, ich will's hier gar nicht abschreiten. Abenteuerliche Bauer sind wir immer noch. Ja, Wahnsinn. Ja, warte mal. Hier ist noch irgendwo eine Kiste, die besorge ich uns auch noch. Okay. Du wolltest nochmal auf die Karte schauen? Ja, ich weiß. 86%. 86% haben wir schon gesehen. Okay, ich erforsche gerade nochmal ein bisschen mehr. Ich glaube, andere Gebiete gibt's hier nicht mehr als die, die wir bisher gesehen haben. Ja, glaube ich zumindest. Wenn also du möchtest, können wir auch gleich abbauen hier. Ja, ja. Also das Sumpfgebiet zum Beispiel habe ich noch nicht gesehen. Ja, würde schon auch sein, dass wir mal bald wieder eine neue Welt wechseln. Aber diese dieses Pilzgebiet hier gehört auch definitiv zu den Highlights des Spiels, finde ich immer. Das sieht schon sehr, sehr cool aus. So, eine Kiste ist natürlich wieder ganz, ganz unten. Ah, hier erinnere ich mich. Ja, hier war ich schon. Hier war ich auf jeden Fall schon. Fliegen wir nochmal ein bisschen ins Landesinnere sozusagen. Ey, was macht denn diese Scheißmaschine hier vor meinem? Hä? Was macht sie wo? Ach, was weiß ich denn hier, das Spiel? Ach, jetzt ist hier noch so ein Zyklop. Mann, ich will doch nichts von dir. Lass mich in Ruhe. Habe ich dich denn schon registriert, weil du siehst so komisch aus? Ja, Zyklopin. Lass mich in Ruhe, verdammte Axtnummer. Ich will doch gar nicht mit dir reden. Die Bäume sind so hoch. Ich muss hier mal so total aufpassen, wenn ich hier mit meinem Jetpack hier durchfliege, mit meinem Jetpack-Helikopter-Dingens. Das ist immer so ziemlich gefährlich, hier durchzukommen. Also, kann man erzähl immer mir, was du willst, aber das ist so dämlich, ne? Ich will ja gar nichts von denen. Ja, das sehen die anders anscheinend. Die denken da, du bist eine. Die sehen dich als Bedrohung, lieber Whitey. Die sehen dich als Bedrohung. Ich bin einer der nettesten Menschen der Welt. Das haben sie anscheinend anders gesehen. Naja, zumindest hast du uns einen weiteren. Oh, das war der letzte. Ne, zwei brauchen wir noch für den. Zwei weitere brauchen wir noch. Um einen neuen Rang freizuschalten. Aber hier sind auch genug Kisten, also ich glaube, wir könnten. Danke, Hund. Jawohl, mach ihn fertig hier, den Dreckzyklop. Wenn der Whitey schon nicht schafft, dann schafft es wenigstens der Hund, oder was? So, dann muss ich hier die Kiste öffnen. Boah, vier nebeneinander, ey. Das ist ja wie Weihnachten hier. Ja, Weihnachten und Ostern zusammen, quasi. So, ich bin hier immer noch bei den Samurai in der Hoffnung, dass ich für die nochmal eine Quest bekomme, aber das scheint nicht der Fall zu sein, nö. Was ist denn das? Das ist ein Blasrohr. Kann man das auch benutzen? Muss man gleich mal benutzen. Muss man mehr das Zeug benutzen, was wir auch einsammeln. So, wo ist es denn, das Blasrohr? Mittlerweile haben wir den Speer mit der goldenen Spitze, den die andere Tante von haben wollte. Ehrlich? Okay. Okay, Blasrohr. Kann man das, schießt man wahrscheinlich, oder? Ja. Gleich mal ausprobieren an der nächsten Amazonen. So. Anvisieren und an Feuer. Du sollst schon auch schießen auf die. So, Feuer. Da ist schon wieder so ein Zombie-Moped gespawnt. Ey, jetzt, ich weiß nicht, was ich vom Weiten aus machen soll. Warte mal. Doch. Nein. Doch. Warte. Betäubungsgewehr. Ey, komm, bist du weit weg von mir? Ja, ne? Ja, scheiße. Warum? Sonst hätte ich gesagt, ich knall die jetzt mit dem Betäubungsgewehr ab, die Alte, die pennt. Seit wann haben wir denn einen Süßigkeitenwerfer? Der ist neu, ja, Alter, pennt doch gar nicht. Oh ne, jetzt habe ich mir zwei Amazonen gleichzeitig angelegt. Das war doch ein bisschen viel. Nein, lass mich bloß in Frieden. So, dann war die falsche. Da ist die, Falls du Knochen... Oh, das ist ja cool. Hier spiegelt sich der Mond. Oh Gott, die sieht auch schon wieder aus, als wäre sie auf Krawall gebürstet. Kann nicht entdeckt werden. Hat auch keine Ey, hör doch auf, Mann, ich hab dich doch betäubt! Verarsch mich doch nicht! Drecksgame, abartig. Was hat er dir denn getan? Ich hab den Zombie doch betäubt, warum kann ich diesen Zombie denn nicht betäuben? Jetzt sag mir nicht, weil es ein Zombie ist. Das weiß ich selber. Das ist ein Zombie, Whitey, da ist es nicht so einfach. Was? Jawohl, jetzt kann ich die Quest bei ihr machen. Sehr gut, sehr gut. Ich bin vielleicht zäh, aber ich weiß, dass ich selbst hier eine Waffe brauchen muss, mit einigen der Kreaturen auf die Welt aufnehmen zu können. Okay. So, jetzt kann ich die Quest doch nicht mehr machen, oder was? Das ja, war jetzt bei mir auch. Jetzt muss ich sie plötzlich wieder boxen, ja genau. Das war bei mir auch so, ich habe die angesprochen, weil die Quest hatte. Ja, die laufen immer weg und dann zählt es irgendwie nicht mehr, wenn sie weglaufen. Okay, ich probiere es nochmal. Nein, einmal draufschlagen und ich bin immer tot, so ärgerlich. Okay, wir probieren es nochmal. Sie hat nur noch ein Leben. Jawohl, wir haben sie gelegt. Schön. Jetzt nochmal reden. Annehmen die Quest. Jawohl, jetzt ist es was geworden. Schön.
Hast der Speer wechselt seinen Besitzer. Ja. Ja. Yeah. Endlich haben wir die Amazonen hier auch. So, ich öffne nochmal eine Kiste hier für das goldene Steinchen, was da rauskommt. Wir können uns jetzt Steinhenge bauen. Oder nicht. So, bitteschön. Gladiatorenschwert aus Holz. Ich wollte die Amazonen wollte ich freischalten. So, wir haben jetzt offiziell die Amazonen. Ich nehme sie auch gleich mal. Wo ist sie denn? Wo versteckt sie sich denn, die Amazonen? Ein Bearbeiter vermutlich. Und da ist sie... wo ist die Amazonen? Da ist sie. So, einmal die Amazonen genommen. Da passe ich hier wunderbar rein. Dann nehmen wir hier noch den Bohrer aus Ninjago. Der ist ja auch immer sehr cool. Der dauert aber nicht gar nicht so schnell, aber ist zumindest ganz cool. Wir graben mal ein bisschen. Jetzt hier rein. Ah, so, 89% gesehen. Oben rechts oder oben links oder unten links. Kommt drauf an, wie man die Karte hält. Ist noch was offen, aber ich glaube nicht, dass da jetzt allzu viel ist. Also wenn du nichts dagegen hast, mache ich mich auf den Weg zum Flugzeug. Nö, ich bin der Letzte, der sich da beschwert. Mach das ruhig. Alles gut. Ich bin hier gerade noch in irgendwelchen Löchern unten drin, aber alles gut. So, machen wir mal ein bisschen Licht hier, sonst sehen wir ja nichts. Vielleicht finden wir hier unten auch noch irgendwas, was wir gebrauchen können. Außer kleine Bäume. Und irgendwelche Amazoninnen. Ne, jetzt sind wir ja selber in Amazonen. Hier ist leider aber gehört, mehr. Dass du gerne baust. Probier dich mal hier ran. Okay. Was will der denn haben? Hier laufen sogar noch ein paar Trolle rum. Die haben wir auch länger nicht mehr gesehen gehabt, die Trolle. Waren wir in letzter Zeit eher verschont von den Trollen. So, jetzt ist denn das hier. Das sind bloß diese Steine. Die haben wir auch schon mal gefunden. Vielleicht geht's hier nochmal irgendwo anders runter. Ja. Vielleicht ist da ja noch eine Kiste oder so, aber die Karte zeigt mir nichts an. Deswegen befürchte ich... Nö, da ist leider nichts mehr. Nee, dann lassen wir uns doch einfach fallen von oben. So. Möglichst nicht aber außerhalb der Karte runterkommen, das wäre schlecht. Ich bin jetzt echt in der äußersten Ecke von der Karte. White hat sogar nochmal was gefunden. Natürlich habe ich das. Natürlich. Da fehlt uns dann nur noch ein einziger Stein für den nächsten Rang. Dann haben wir 65 schöne Steine. Dann sind wir sogar Rang 10 schon, oder? Was ist denn das Blaue hier? Was bist denn du? Bist du über mir oder unter mir? So, das Schloss oben hast du dir schon angeguckt, ne? Ja. Habe ich. Das Hellblaue ist übrigens der Händler. Falls du dich gewundert hast, was das Hellblaue ist. So, okay. Auf der Karte, das Hellblaue ist der Händler. Das ja, ich glaube, hier habe ich aber auch schon das Herz. Deswegen, wie gesagt, ich gehe jetzt zum Flugzeug. Und ja, du, mach dich auf den Weg zum Flugzeug. Ich bin hier derweil noch ein bisschen unterwegs. Was ist das Dunkelblaue? Ich bin jetzt mal ein bisschen rausfinden, was diese Sachen bedeuten. Also das Hellblaue ist auf jeden Fall der Händler. Dunkelblau, ich schau mal immer nach oben, weil es könnte ja auch theoretisch oben sein. Aber ich wenn das Spiel mir mal hier meine Karte anzeigt, dass ich dann auch zum Flugzeug fliegen kann, danke. Sechs Bäume. Irgendwas ist immer, Whitey, irgendwas ist immer, gell? Ja, jetzt die nächste Welt wird auch keine mit Bäumen, die nächste wird jetzt eine mit, Sumpf, mit Sumpf wäre cool, Sumpf haben wir noch nicht gehabt. Aber sonst haben wir schon den Großteil, also nicht den Großteil, aber sehr viele Gebiete haben wir auf jeden Fall schon gehabt sonst. Ey, das Flugzeug wird mir nie angezeigt. Okay. Jetzt! Solange es dir noch irgendwann angezeigt wird, ist alles gut. Solange wir wieder hier wegkommen und nicht für ewig hier bleiben müssen, ist alles gut, Whitey. Oh, hier ist noch ein zweites Schloss. Das habe ich noch nicht entdeckt gehabt. Es gibt anscheinend mehrere Schlösser im Himmel. Dann warte ich auf dich. Ich hoffe, ich habe ja gehofft, dass hier auch noch Drachen irgendwo rum sind, aber ich sehe keinen. Ach, dann bist du doch an dem, zu dem ich wollte. Da, ach, okay. Naja, weil das andere, das hatte ich ziemlich zerstört. Also da hatte ich nicht viel übrig gelassen. Okay. Ja gut, dann komme ich doch mal zu dir. Aber da gibt es, glaube ich, auch gar nicht mehr so viel Sehenswertes oder Lohnenswertes, weil ich glaube, diese Schlösser sind geht eher im Prinzip nur darum, dass man einmal die Kanonen freischalten kann. Und das haben wir ja gemacht. Das heißt, wir können jetzt auch die Kanonen verwenden, theoretisch. Also soll ich abhauen? Ja, mach dich lieber auf den Weg zum... Ich glaube, da haben wir mehr davon. Suche. Ich gehe nochmal kurz hier in den Keller runter. Schau mal, ob ich hier unten noch irgendwas Spannendes finden kann, aber da gibt's irgendwie auch nie was im Schlosskeller. Irgendwas Interessantes jetzt so? Also so, nee. Gerade hast du gesagt Berge oder so? Ne? Ja, Berge vielleicht wegen den Drachen. Also das vielleicht mal, dass wir was so richtig Hügeliges bekommen mit hohen Bergen. Das hatten wir ja noch gar nicht, oder? Nee. Und auch ein bisschen Lava oder so, oder? Ja, Lava hatten wir halt schon, weiß ich nicht, Lavagebiete, denke ich, die sind alle gleich, aber Hauptsache hohe Berge mal, das wäre mal was Cooles. Okay, ich suche. Ich will jetzt hier nicht die großen Ansprüche stellen, aber falls du zufällig sowas siehst, dann... Ja, die Welt ist wieder extrem rund und dann, ja, weiß ich nicht. Ja, musst du also, das sieht nach Berge aus, ja, aber...
Ich kann es nicht beurteilen von hier ja, aus. Ja, ich weiß. Ich sehe nicht, was du nicht was du siehst. Da können wir jetzt spielen. Dunkelgrün, da unten könnte auch Sumpf sein. Also in der Mitte hast du auf jeden Fall Berge und zwar eine Menge. Ja, dann gehen wir doch dahin, wo die Menge Berge sind in der Mitte. Links, oder? Hast du ein bisschen Sand, eine Wüste aus, unten rechts sieht der Sumpf aus. Ja gut, dann nehmen wir das doch mal. So Freunde, also wenn ihr die Nummer wollt, ne, soll ich euch die jetzt sagen oder soll ich sagen? einfach gucken beim Ride, dann seht ihr die Nummer, könnt ihr die einfach in eure... Ich weiß gar nicht, können wir eigentlich schon zu beliebigen Welten reisen? Ich glaube, es geht auch erst ab 100 Steinen, oder? Also zu beliebigen, also eine Nummer eingeben und dann zu der Welt reisen, geht das schon, oder? Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt schon geht bei uns. Gute Frage. Naja, auf jeden Fall... Ja doch, kann ich. Ich kann hier eine Nummer, ich kann hier eine Nummer eingeben. Achso, ja gut, dann könnt ihr da auch schon hinreisen, wo wir hinreisen können. Und du, wenn ihr mal eine geile Welt habt, Freunde, ja, dann schreibt doch mal gerne den Code in die Kommentare. Eben, wenn da was Lohnenswertes dabei ist, was wir vielleicht auch noch nicht hatten, dann ist das bestimmt eine gute Idee, wenn man sich da ein bisschen austauscht. Und vor allem ist ja nicht nur für uns die Welt, sondern andere Leute sehen das ja auch dann, die Kommentare lesen. Und dann findet vielleicht ein paar Leute coole Welten untereinander. Das ist ja so ein Weltentausch dann sozusagen. Das könnte ja ganz cool werden. Du bist schon auf dem Flug, oder? Start wird vorbereitet. App dauert. Okay, ich bin gerade noch hier bei der Waffenwahl. Muss gerade mal wieder... Okay, ich bin ausgestiegen. Warum? Ich habe keine Ahnung. Okay. Nein! Diese blöden Zombies. Ich habe schon wieder die falsche Waffe hier gewählt. Nein, lass die in Ruhe. Ich glaube, das Spiel hat es nicht begriffen, weil ich jetzt eine Nummer eingeben wollte. Ach so, deswegen... Hä? Soll ich mal die Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Nee, flieg einfach zu das, was wir als letztes vorhatten. Ich glaub, geht ja nicht. Achso, kannst du nicht da wieder rausgehen aus dem Nummer eingeben Menü? Hä? Ja doch, bin ich ja schon, aber... Okay. Der findet die gleiche Welt, glaube ich, nicht nochmal. Ja, egal, dann such halt nochmal eine andere Welt. Oder ist das vielleicht doch diese Welt? Ich weiß es nicht, Hauptsache wir... Das überlasse ich ganz allein dir. Du bist jetzt gerade der Meister der Welten. Ich schaue mir derweil... Oh. Achso, das ist bloß ein leuchtender Pilz. Ich schaue mir derweil hier nochmal den Garten an, den Zen-Garten. Muss man ja auch mal gesehen haben, den Zen-Garten. So, genügend gesennt. Haben wir uns drauf gesennt, jetzt können wir wieder weiter... Einmal bitte hier reingehen. Nein, du sollst da wieder reingehen, Madame. Dankeschön. Und los geht's. So, wie weit bist du mit der Weltenauswahl noch dabei? Der zeigt mir die Welt... Ich flieg da jetzt einfach hin. Fliegt da einfach hin, wo wir hinfliegen sollen. Vielleicht will das Schicksal, dass wir genau da landen. Auf geht's! Auf in eine neue Welt. Bei mir wird der Bildschirm noch nicht schwarz, bei mir dauert es immer ein bisschen länger, bis ich dann auch reingezogen werde, dahin, wo der Whitey hinfliegt. Doch, jetzt werde ich auch reingezogen. Jetzt färbt sich mein Bildschirm auch schwarz. Und die Schweine lernen fliegen. Nun hast du 4 Möglichkeiten, wie du weitermachen kannst. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Links unten kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Rechts oben kannst du meinen Kanal abonnieren und rechts unten siehst du den Kanal von meinen Mitspieler. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus!